Katastrophe. Zumindest für die, die Cannabis bereits irgendwie aus der Apotheke beziehen oder eben nicht. Und es geht weiter. Es gibt noch viel, viel zu tun in der Richtung. Hinzu kommt, dass diese Kostenübernahme oftmals auch noch befristet ist. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wenn ich keine Rauschfahrt antrete, dafür meinen Führerschein abgenommen bekomme, in der MPU gejagt werde und, und. Liebe Leute, die hier hingekommen seid, ihr seid großartig! Ihr kämpft für die Freiheit! Ihr kämpft. Weimann und das ganze Cannabis im Alten, das ist gut.
10.000 Menschen, die zur Amt bereit haben.